zwar eine Back-Challenge. Richtig, aber das hört sich jetzt langweilig an, ist es aber nicht, denn wir backen erstens blind und zweitens mit sehr großen Hindernissen. Wir müssen nämlich jetzt erstmal innerhalb von einer Minute das Plätzchenrezept auswendig lernen. Dann werden uns die Augen verbunden und alles, was wir fürs Rezept brauchen, steht vor uns. Und noch mehr als wir brauchen. Ja, denn wir haben ein paar Hindernisse eingebaut. Unter anderem steht hier nicht nur Zucker, sondern auch Salz. Und wir haben nicht nur Milch hier stehen, sondern auch Tomatensaft und Energy Drink. Also, wenn man sich da vergreift, ist es ziemlich ekelhaft. Leck an Tomatenkeks. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit dem Rezept, oder? Ne? Achso, wir haben natürlich noch einen freundlichen Assistenten, der uns gleich alles nochmal verschieben wird, dass wir nicht mehr wissen, wo was ist. Und der stoppt nämlich jetzt auch die Zeit. Fertig, los. Ja, es bringt mir die Grammangaben. Ja, jetzt, damit du das Verhältnis einschätzen kannst. Kann mir das gar nicht merken. Scheiß drauf, ich krieg das irgendwie hin. Okay. Ist das fest? Ich seh nix. Sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt erstmal hier, mach mal die Ärmel hoch. Oh, also wir sind startklar und jetzt kommt der lustige Part. Die Sachen werden verschoben. Das ist wie in so einem Labyrinth, du weißt nicht mehr, wo was ist. Hans, bist du doof? Ich will Test machen, was du das siehst. Du hast mich voll geschlagen. Du darfst nicht dran riechen und du darfst nicht probieren, aber natürlich darfst du es anfassen, du Vollidiot. Hör auf zu fuschen. Ich fusch doch. Du guckst das. Doch, das höre ich doch. Also seid ihr bereit? Ja. Also, drei. Ich hab meine Zutaten vergessen. 3, 2, 1, los! Geh weg da! Ida, was machst du, Futter? Jetzt geh doch mal weg, du! Okay, das hab ich gefühlt. Das ist kein Problem. Ich hab hier was. Au! Boah, das war heiß! Scheiße, Mann! Das fühle ich. Wo ist jetzt mein Teller? Oh, Scheiße, wie viel brauch ich denn nochmal? 50 Milliliter, ne? Ich hab vergessen, wie viel. Ich brauche auf jeden Fall ganz viel. Ich brauch den Messbecher ganz viel. Das müssen 50. Super, doch mal 50 Liter Milch sein. Warte, warte. Ich muss wieder zurück. Alter! Ich bin doch verzweifelt. Ist das jetzt Zucker oder so? Ich glaube, das ist Salz. Nein, ich glaube, das ist Zucker natürlich. Scheiße. Nein, scheiße, das ist nicht. So, drück, deine Mutter ist drin. Alter, geh mal weg. Ich brauch Zucker. Das ist irgendwas zu trinken. Okay. Was war das denn? Scheiße! Du Vollidiot! Scheiße, tut mir leid! Das war mein Bein! Wo bin ich auch mit der Hand? Oh, das war mein Bein. Ist das dein Teller? Das ist mein Teller, du Arschloch! Das war meine Zutaten in meiner Schüssel! Ich bin Zucker drauf. 500 Gramm, wie komm ich im Kopf? Scheiße, wie viel Flüssigkeit brauche ich denn jetzt? Schon mal ein paar und so ein Händchen. Ey, ich hab schon einen richtigen Teig hier. Ich esse das gleich. Warte mal, was brauch ich? Ich brauch noch ein Ei ganz dringend. Oh. Das war jetzt Zutat 3. Scheiße. Was hast du hier? Oh, das Mehl. Das riech ich. Was ist denn die Eier? Ich finde die nicht. Scheiße, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Die hab ich ganz vergessen. Fuck, da war gar nicht dein Teller. Scheiße. So, Mehl. Jetzt hab ich 2 Minuten. Zwei Minuten noch? Scheiße! Wo sind die Eier? Mir fehlt irgendwas. Hey, ich hab doch gerade ein Ei hier reingeschlagen. Wo ist denn das? Scheiße! Wollte ich mal meine Hände sauber machen? Julian, hast du mein Ei weggenommen? Wo ist das Hände sauber machen Teil? Ist das denn? Was hast du denn hier? Hast du Geh mal aus meinem Teig raus! Wo ist denn jetzt die Mutter? Du Ekel! Ich weiß nicht, wo ich die Mutter hinten soll. Ich krieg niemals daraus einen Teig geknetet. Okay. Boah, Alter. Ohne Scheiß. Was ist denn? Was denn? Was ist denn? Ohne Scheiß. Was denn? Was? Es brennt was? Nein, einfach nur den Teig. Wir haben noch 30 Sekunden. 30 Sekunden? Daraus kann ich keinen Teig backen. Was ist denn da jetzt dein Gedanke? Stopp. Dürfen wir jetzt gucken? Du hast Tomatensaft da reingetan! Alter, ich war mir so todessicher, dass
das Milch war, dass ich das sogar weggestellt habe, um einen Vorteil mir zu erhaschen. Scheiße, ich habe Energy Drink. War so ekelhaft. So wie dein Ei. Da ist mein Ei, Mann. Die ganze Zeit habe ich gefühlt so, hä, was ist mein Ei? So, ich weiß, es ist kein richtiger Teig geworden, aber vielleicht kommt ja trotzdem ein Plätzchen am Ende raus. Wir müssen das natürlich am Ende essen und schon mal. Ja, viel so schlimm ist es auch nicht, aber es riecht nicht nach Plätzchenteig. Wir gehen jetzt mal in der Küche formen, tun ihn in den Backofen und dann sehen wir uns Alter, hier gleich wieder. Eine Reihe im Schrank. was ist das denn hier alles? So, die Plätzchen sind fertig gebacken, wenn man sie noch Plätzchen nennen möchte. Die sind die einfach sehen nur. Super, das sind meine wohlbemerkt. Komm, wir stoßen an. Welche sehen denn schöner aus? Ja, deine natürlich. Danke. 3, 2, 1. Warte. Ja, okay. Schmeckt voll salzig, hab ich da Salz reingetan? Nein, hast du das Salz genommen anstatt Salz? Das wusste ich gar Salz nicht. Und Tomatensaft, das passt. Boah, das ist ja richtig salzig. Boah, ich hab auch Salz genommen. Die sind richtig lecker. Boah, das war's ekelhaft. Probier mal. Boah, wie kannst du das essen, ey? Das ist einfach nur pures Salz. Mag ich mir gleich nochmal. Auf jeden Fall, das war unser Video und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und wir euch ein bisschen unterhalten konnten damit. Und wenn ihr lachen musstet, dann würden wir uns wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Däumchen. Auf jeden Fall verlinken wir euch jetzt am Ende nochmal zwei alte Videos. Bei mir gibt es auch eine Challenge und zwar die 5 in 1 Challenge, wo wir 5 ganz verrückte, lustige Disziplinen machen. Und mein Video ist viel cooler und zwar das ist die Smoothie Challenge. Da werden wir mit Getränken hantieren, wir so ähnlich wie wir es jetzt mit dem Teig getan haben. Ziemlich ekelhaft. Das stimmt allerdings. So, damit beenden wir das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet lachen. Und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Und bis gleich. Tschüss.